Hi Freunde und ganz herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir. Ich sitze gerade auf meinem Schreibtisch, denn heute soll sich alles so ein bisschen um meinen Schreibtisch drehen, beziehungsweise generell um meine Organisation meiner Lernmaterialien, wie ich alles unterbringe und eine kleine Büro-Room-Tour. Mein Freund und ich, wir sind ja am 1. Mai zusammengezogen und haben das Glück, dass wir eine Drei-Zimmer-Wohnung gefunden haben. Sprich, wir konnten uns in einem Zimmer ein kleines Büro einrichten. Das ist wirklich richtig toll. Also es ist so ein krasses Upgrade, sage ich mal, zu meinem vorherigen Kinderzimmer bei meinen Eltern. Und ich bin sehr, sehr happy und dachte, das könnte euch vielleicht auch helfen und interessant für euch sein. Einfach, dass ich mal so zeige, wie ich meine ganzen Lernsachen und Orga-Sachen und keine Ahnung, was man halt so hat, in meinem Schreibtisch untergebracht habe, beziehungsweise generell, wie ich auch so meine Jura-Sachen organisiere. Und deswegen haben wir jetzt in diesem Video eine kleine Büro-Room-Tour und vor allen Dingen, wie gesagt, eine Schreibtischtour, damit ich euch mal so zeigen kann, wie ich alles unterbringe. Tatsächlich hat sich seit dem Umzug nichts an meinem Schreibtisch verändert. Also ich hatte den Schreibtisch auch schon vorher, als ich noch bei meinen Eltern gewohnt habe. Die wahren, treuen OGs von euch kennen vielleicht sogar meine erste Schreibtischtour. Da, ja, hatte ich diesen Schreibtisch auch schon. Der ist mir auch schon wirklich sehr, sehr viele Jahre treu. Aber ich werde euch auf jeden Fall trotzdem nochmal einiges genauer zeigen. Und ja, vielleicht könnt ihr ja was aus dem Video mitnehmen, gerade was so ein bisschen Stauraum oder Orga-Sachen angeht. Ich bin nämlich sehr bedacht gewesen, doch relativ viel in meinem Schreibtisch unterbringen zu können. Und ja, das werde ich euch jetzt mal zeigen und ich würde sagen, let's go! Wenn man also vor unserem Büro steht, dann ist das das Erste, was man sehen kann. Also hauptsächlich erstmal den Schreibtisch von meinem Freund, also seine Zocker-Area. Und da wollen wir natürlich jetzt nicht genau drauf eingehen. Hier ist auch noch ein bisschen Chaos. Das wird aber hoffentlich bald verschwinden. Und als Erstes haben wir hier von meiner Sammlung mein Billigregal. Das ist also von IKEA. Vorweg, ich werde euch versuchen, alles irgendwie zu verlinken in der Infobox oder zumindest dazu zu sagen, woher ich die Sachen habe. Es ist alles unbezahlte Werbung. Es ist hier nichts irgendwie, dass ich etwas beabsichtigt zeige, sondern das sind halt wirklich einfach nur die Sachen, die ich hier habe. Wie gesagt, bei den meisten Dingen versuche ich das in der Infobox zu verlinken. Ich habe gerade viele Lernmaterialien, aber auch sonstige Dinge wie zum Beispiel Karteikarten, Kästen und so weiter auch auf meinen Amazon-Listen verlinkt. Also da könnt ihr sehr gerne vorbeischauen. Da solltet ihr eigentlich alles Wichtige, was so Study Essentials sind, auch finden. Jetzt aber weiter hier und zwar, wie gesagt, mein Billigregal. Da haben wir jetzt auch noch nicht wirklich so viel verändert, gemacht. Hier ist eine wunderschöne Fake-Pflanze drauf. Dann mein heißgeliebter Heiliger Gral. Das ist der Zivilrechtsordner von Fräulein Jura, also Nina. Sie hatte mir den ja ausgeliehen für mein Examen, dass ich damit auch lernen kann, beziehungsweise mich ein bisschen inspirieren lassen kann. Und dann darunter in dem ersten Fach sind quasi so meine Bücher vom Studium. Also da sind jetzt meine ganzen Skripte drin, dann meine Gesetzestexte oder ja, meine ganzen Gesetze, die ich noch hier so habe. Genau, und dann habe ich hier noch zwei Kommentare, einmal zur StPO und dann zum StGB. Und wie ihr sehen könnt, habe ich auch immer noch zwei Ergänzungslieferungen, die darauf warten, einsortiert zu werden. Aber das dauert noch ein bisschen. Hier unten habe ich dann eine Hessentüte, ganz wichtig. Dann habe ich hier hauptsächlich meine Karteikarten. Das sind hauptsächlich auch die Hämmer-Karteikarten, die sich in diesen Boxen befinden, also die Überblickskarteikarten. Und hier unten habe ich dann mein ganzes Rep-Material. Und genau, das habe ich einfach hier alles abgeheftet, einsortiert in diese Ordner. Und hier sind noch so ein paar Skripte aus den Crashkursen. Sehr unspektakulär. Und hier daneben haben wir dann ja mit so die chaotischste Ecke momentan, weil ich jetzt hier so eine Steckerleiste habe.
Ich weiß noch nicht genau, wie ich das machen werde, damit das dann gut aussieht und ich das alles ein bisschen schöner verstecken kann. Genau, dann ist hier mein Mülleimer. Dann ist hier außerdem die Heizung, die natürlich beim aktuellen Wetter nicht benutzt wird. Und was ich richtig toll finde, wir haben so ein sehr, sehr großes Fenster und das macht den Raum wirklich sehr hell. Und ich liebe es, dass ich endlich direkt einen Schreibtischplatz am Fenster habe. Das habe ich mir immer gewünscht bei meinem Zimmer. Bei meinen Eltern war das leider nicht so möglich. Und jetzt bin ich halt richtig happy, dass ich das habe, weil es einfach so schön hell macht. Also wirklich, ich liebe das, dass ich so lange und so viel mit natürlichem Licht lernen kann. Bin ich richtig happy drüber. Und genau, das ist jetzt quasi schon mein Herzstück, also mein Schreibtisch. Und da werde ich euch jetzt mal genauer sagen, was wir hier eben so alles finden. Tatsächlich bekomme ich immer wieder viele Fragen, woher denn meine Pinnwand ist, wo ich die gekauft habe. Und da muss ich euch leider enttäuschen, die gibt es so nicht zu kaufen. Aber es gibt auf jeden Fall verschiedene Varianten und Alternativen. Also falls ihr auf der Suche seid, dann könnt ihr euch einfach mal ein bisschen durchs Internet durchklicken. IKEA hat, meine ich, auch solche Pinnwände. Die hat mein geliebter Bruder, mein Maler- und Lackierermeisterbruder, mir tatsächlich selber zusammengebaut und ich liebe die. Ich finde die so toll und ich hatte häufig zum Beispiel meine Lernpläne da dran. Das finde ich sehr praktisch, auch so Klausurübersichten. Wenn man dann Klausurenphase hat, dann habe ich das gerne dran gepinnt, damit ich einfach die Termine im Überblick habe. Und weil ich aktuell nicht wirklich Termine habe, sozusagen, oder ja zumindest dann auch alles in meinen Kalender schreibe, habe ich jetzt momentan noch meine ganzen Karten und motivierenden Sprüche da dran und meine Polaroid-Fotos von schönen Erinnerungen und ich liebe es total. Also ich finde es richtig, richtig toll, gerade die Karten immer wieder anzuschauen. Da habe ich ja diese 6 Stück hier in der Mitte von Becky bekommen, da habe ich mich sehr drüber gefreut. Die hat sie mir nämlich zugeschickt, als ich dann Examen geschrieben hatte im Februar. Da habe ich quasi für jede Klausur eine Karte bekommen. Und ansonsten sind da halt auch noch andere tolle Karten dabei, die mich immer wieder motivieren, glücklich machen und mir ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Sowas kann ich auf jeden Fall sehr empfehlen. Motivierende Sprüche, Karten, Bilder oder sonstiges in der Nähe vom Schreibtisch zu haben, finde ich immer richtig, richtig gut. Ein weiteres Herzstück ist auf jeden Fall auch mein Schreibtischstuhl. Den habe ich ja letztes Jahr zum Geburtstag bekommen von Timo. Und ich liebe den. Ich hatte vorher wirklich einen ganz, ganz schlimmen Stuhl, der sehr alt war und auch nicht wirklich ergonomisch bzw. einfach nicht gut für die lange Zeit, die ich wirklich immer am Schreibtisch gesessen habe und sitzen muss. Und jetzt habe ich halt, wie gesagt, seit letztem Jahr so einen richtigen Zockerstuhl. Aber ich liebe den, ich finde den richtig toll. Auch der ist von Amazon, habe ich euch auch verlinkt in der Infobox beziehungsweise auch in meiner Study Essentials Liste. Einfach, weil ich den wirklich richtig gut finde. Da ist auch noch so ein Kissen dabei für den Rückenbereich. Das habe ich tatsächlich aber abgemacht, weil mir das irgendwie nicht so gepasst hat. Aber ja, den kann ich auf jeden Fall empfehlen. Finde ich richtig, richtig gut. Dann kommen wir jetzt einmal zu den Dingen, die sich so auf meinem Schreibtisch befinden. Und da seht ihr natürlich hier direkt meinen Lebensinselplaner. Damit plane ich einfach mein ganzes Leben. Den kennt ihr ja auch bestimmt schon zu Genüge. Und da hinten habe ich dann quasi so meine 3 wichtigsten Büroutensilien, wenn man das so nennen kann. Also ihr könnt sehen, ich habe einen Locher, dann einen Tesafilmabroller und einen Tacker. Die sind ganz professionell offensichtlich von mir angesprüht worden mit so einer Sprühfarbe von Edding war die, glaube ich. Ja, hält an sich eigentlich ganz gut. Ich finde es auch ganz cool, so diesen Look zu haben. Auf dem Tesafilm-Abroller hält es nicht so gut, aber damit kann ich leben. Finde ich völlig in Ordnung, bin ich sehr konform mit. Und ich finde das, wie gesagt, richtig cool. Der Rosaton wird sich auch gleich nochmal woanders drin spiegeln, das werdet ihr noch sehen. Aber als nächstes kommen wir dann zu meiner Lampe. Bei der weiß ich leider nicht, woher die ist. Die hat mir meine Mama mal geschenkt, aber die wird auf jeden Fall hier bewacht von meiner Richterente. Und ansonsten liegen hier auch noch meine AirPods drauf. Dann weiß ich einfach immer, wo die sind. Das ist recht praktisch, weil ich habe keinen Bock, die zu verlieren. Und dann habe ich hier direkt so eine Schreibtischunterlage, die ist auch von Amazon. Ja, benutze ich tatsächlich nicht mehr so regelmäßig. Aber hier liegt dann immer mein MacBook. Und dann habe ich eine weitere Schreibtischunterlage. Das ist so eine richtige Unterlage und die liebe ich auch total, weil die so ein Kork-Design hat. Also so ein,
Ja, wie so diese Pinnwand quasi. Richtig, richtig cool. Ich mag das, weil das so zusammenpasst. Und auf der Rückseite hat die so einen schönen weinroten Touch. Ich weiß nicht, ob das so richtig weinrot ist. Auf jeden Fall sehr, sehr schön. Und dadurch hält die sehr gut. Also die ist groß, die ist lang. Man hat sehr viel Platz auf ihr. Und was ich halt richtig toll finde, weil ich habe ja so eine Glasplatte, die übrigens auch von Ikea ist. Und da wird es sehr schnell kalt, wenn man so mit der nackten Haut da drauf ist. Und dann ist es sehr praktisch, wenn man so eine Schreibtischunterlage hat. Und ich finde, das sieht auch einfach wirklich sehr schön aus. Also ich mag es total. Hier liegt dann auch meistens mein iPad irgendwie rum, das jetzt gerade laden muss, weil der Akku wirklich fast leer ist. Ich hatte nur noch so 3%. Und dann kommen wir hier zu einem weiteren sehr wichtigen Accessoire auf meinem Schreibtisch. Und damit meine ich natürlich nicht die Wasserflasche, auch wenn Wasser oder generell Trinken wirklich sehr, sehr wichtig ist, vor allen Dingen, wenn man viel lernt, sondern meine geliebten Textmarker. Ja, Freunde, ihr kennt mich. Ich glaube, ich muss dazu nicht mehr viel sagen. Ich habe da eine kleine Obsession und besitze sehr viele Textmarker. Es ist nicht notwendig, es ist nicht essentiell. Mir macht Spaß. Ich liebe es, Sachen so bunt zu markieren. Und ich benutze ja auch so zum Malen und Zeichnen. Von daher ist das schon in Ordnung. außerdem findet man natürlich, wie gesagt, dann hier immer irgendwas zu trinken. Und dann habe ich noch mein Mäppchen. Das ist tatsächlich noch aus meiner Schulzeit. Auch hier haben wir ein paar Textmarker drin. Aber ja, da muss ich, glaube ich, jetzt auch nicht weiter drauf eingehen. Das ist, wie gesagt, so mein Mäppchen, was ich immer mit in die Uni nehme. Da habe ich so die wichtigsten Stifte drin, ein paar Post-its und so weiter. Damit ich dann, wenn ich, wie gesagt, in der Uni bin, einfach auch eine kleine Auswahl an Schreibmaterialien und Bürobedarf dabei habe. Und daneben haben wir dann noch mein letztes Teil auf diesem Schreibtisch. Und das meinte ich mit der rosanen Farbe, die sich ja hier von den drei Utensilien dann hier wiederfindet. Und zwar habe ich hier nochmal so ein Stiftebehältnis. Auch hier sind weitere Textmarker drin, aber auch andere Stifte und tatsächlich ein Lineal und eine Schere. Auch die habe ich rosa angesprüht. Wie man sehen kann, ist es nicht besonders hübsch geworden, aber damit kann ich leben. Und ja, das sind so quasi meine Accessoires, die ich so auf meinem Schreibtisch habe. Genau, und jetzt kommen wir zu den Teilen, auf dem diese Schreibtischplatte liegt. Das sind Kallax-Regale, diese Vierer-Dinger, also die hier so vier Abteilungen quasi haben. Und ich würde sagen, wir fangen direkt mal mit dieser Seite an, die man am besten sehen kann. Ich finde diese Kallax-Regale wirklich super praktisch. Man muss natürlich nicht genau diese nehmen. Es gibt auch andere Möglichkeiten und andere Regale, die man benutzen kann. Aber somit hat man halt so ein 2-in-1, weil man eben coole Schubladenelemente reinmachen kann, aber auch so Klapptüren, Fächer und so weiter. Und man hat einfach sehr, sehr viel Stauraum, ohne dass man quasi noch ein extra Möbelstück braucht, weil ihr habt ja gesehen, unser Büro ist nicht besonders groß. Natürlich kann man auch noch ein paar Regale irgendwie an die Wand bringen oder so, aber ich finde, das kann halt auch sehr schnell dann so ein bisschen bedrückend und eng wirken, obwohl ich tatsächlich gern noch ein bisschen mehr Farbe hier drin hätte, irgendwie ein paar Pflanzen oder vielleicht auch nochmal ein Foto oder so. Schauen wir mal. Aber wie gesagt, das ist so mein Tipp an euch. Falls ihr auch nur begrenzt Platz habt, dann schafft Stauräume direkt in eurem Schreibtisch. Und dann schauen wir mal, was hier bei mir so drin ist. In meiner ersten oberen Schublade habe ich eigentlich nicht wirklich viel spannendes Zeug drin. Da sind hauptsächlich so Sachen, die ich quasi schnell greifen muss und so Kleinigkeiten. Hier habe ich zum Beispiel Tintenpatronen drin. Hier ist mein Strohhalm für unterwegs. Dann so Hefttacker. Hier ist meine kleine Schachtel mit, wie heißen die nochmal, Büroklammern. Dann habe ich solche, ich weiß gar nicht, wie die heißen, Klammern drin, so Pinnnadeln. Ja, außerdem findet man dann hier mein Portemonnaie und tatsächlich hauptsächlich meine ganzen Brillen. Das sind meine Brillen mit Sehstärke, meine Blaulichtfilterbrille, Brillen, also meine Sonnenbrille fürs Autofahren, normale Sonnenbrille und so weiter. Wie gesagt, einfach so Dinge, die ich halt schnell greifen muss, die habe ich hier oben drin. Und hier hinten, ich weiß nicht, ob man das sehen kann, da habe ich Brillenputztücher drin. Die sind natürlich sehr, sehr wichtig. Wenn man eine Brille hat, dann braucht man das. In der Schublade darunter ist tatsächlich nicht viel drin, auch nicht viel Spannendes. Ich habe hier einfach nur meine
Schutzmappen. Ich weiß nicht, wie man das nennt. Also meine ganzen Taschen hier drin für Laptop, iPad, Ladekabel. Und hier ist tatsächlich noch so ein kleines, ich habe es immer mein Apple Pencil Mäppchen genannt, weil ich da hauptsächlich immer nur meinen Apple Pencil und auch ein Ladekabel drin hatte. Aber genau, das ist ziemlich unspektakulär hier drinne. Und danach haben wir unten dieses eine große Fach. Da könnt ihr schon sehen, sind meine ganzen Bücher drinne. Das sind tatsächlich zum größten Teil einfach meine Jurabücher, also sowohl Fallbücher als auch Lehrbücher und auch so kleinere andere Skripte. Aber dann hier auch noch normale Bücher, die aber auch ja, irgendwo einen juristischen Bezug haben. Aber genau, das sind halt einfach normale Bücher. Da wusste ich noch nicht ganz, wo ich die hintun will. Vielleicht kommt ja bald noch ein Bücherregal. Aber ja, hier sind wie gesagt so die Bücher. Und ich würde sagen, wenn wir eh gerade hier schon auf dem Boden quasi sind, zeige ich euch direkt die andere untere oder das andere größere untere Fach. Und hier kann man es vielleicht erkennen, sind meine ganzen Life and Laws drin. Also juristische Zeitschriften von Hemmer, die man ja zum Rap dazu kriegt. Dann habe ich hier auch noch meinen Uni-Ordner. Da sind eben meine ganzen wichtigen Unterlagen drin, die die Uni betreffen, aber mittlerweile natürlich auch das Examen, also meine Meldung zum Examen, dann mein Bescheid, dass ich nicht bestanden habe und so weiter, meine Noten. Und hier habe ich tatsächlich noch einen Ordner vom Uni-Rep. Da sind Strafrechtmaterialien drin, weil da wusste ich auch nicht so ganz wohin mit dem. Aber das haben wir dann eben in diesem unteren Fach. Und dann kommen wir wieder zu diesen zwei Schubladenelementen. Die sind tatsächlich ein bisschen chaotisch und ihr seht hier auch schon was rausgucken. Und zwar habe ich hier relativ ungeordnet einfach ein paar verschiedene Sachen drin. Ich zeige euch das mal am besten ein bisschen näher, damit ihr das auch wirklich sehen könnt. Hier habe ich zum einen meine letzte FFP2-Maske und noch einen Corona-Schnelltest. Und hier habe ich dann noch weitere medizinische Masken. Und hier ist dann so ein bisschen eine elektronische Krimskramsliste. Hier habe ich unter anderem solche, wir sehen nochmal Powerbanks. Das ist natürlich meine liebste, die ist richtig cool. Aber dann habe ich auch irgendwie hier meine Kameraabdeckung, noch andere Festplatten, sämtliche Ladekabel und ja, einfach so ein Kram. Und hier hinten habe ich in so einer kleinen Kiste, in so einem kleinen Korb von Action ist der, glaube ich, tatsächlich noch Schminke drin. Also hier sind noch ganz viele Lipglosse und Lippenstifte und verschiedene Teile, die ich einfach aktuell nicht brauche und die ich mir wirklich nur mal nehme, wenn ich total Bock drauf habe. Deswegen können die so ein bisschen abseits verstaut sein quasi. Da muss ich jetzt nicht so regelmäßig dran. Und dann kommen wir zur oberen Schublade. Und tatsächlich ist auch die obere Schublade so eine Technikschublade. Ich habe hier hinten meine Ladekabel für meine Fahrradlampe drin oder Lampen. Dann ist hier noch meine Tastatur drin vom iPad, solche Ersatzspitzen für den Apple Pencil, meine Hülle, also meine Verpackung vom Apple Pencil, dann noch ein Desinfektionsmittel. Und hier habe ich wieder so zwei Körbe von Action. Hier ist immer mein Laptop-Kabel drin, dann noch mein iPad-Ladekabel, aber das lädt ja gerade. Und dann habe ich hier meine YouTube-Festplatte und so einen Adapter, weil mein MacBook hat ja nicht mehr diesen, heißt das USB-A-Anschluss? Keine Ahnung, also es hat ja USB-C und da brauche ich eben diesen Adapter, damit ich meine Festplatte weiterhin benutzen kann. Und genau, das ist in der oberen Schublade, also auch relativ unspektakulär. Aber ich finde, so kann man halt alles richtig schön verstauen und verstecken. Und es ist alles griffbereit, aber trotzdem sieht es nicht unordentlich aus. Es sieht ordentlich aus. Für den letzten Abschnitt befinden wir uns tatsächlich jetzt unter meinem Schreibtisch. Es ist ein bisschen dunkel, aber ich hoffe, ihr könnt es trotzdem erkennen. Hier wird es auch nicht mehr sonderlich spannend, deswegen sind wir da relativ schnell durch. Hier in dem Bereich habe ich jetzt meine ganze Schminke. Also das ist so meine aktuelle Schminke, die ich benutze. Ein paar Paletten, wenn ich mal ein bisschen mich mehr schminken möchte. Aber das ist eigentlich ganz praktisch, weil dann kann ich hier diese kleine Box immer so rausziehen. Ich schminke mich ja mittlerweile immer an meinem Schreibtisch auch, weil ich keinen Schminktisch mehr habe. Und hier habe ich dann einfach die Sachen drin, die ich quasi alltäglich benutze. Dann räume ich das wieder rein und kann das hier drin schön verstauen. Habe das alles versteckt und ordentlich. Genau, hier ist wie gesagt meine Schminke drin. Hier unten sind darunter dann meine wichtigen Ordner und ein sehr wichtiger Ordner mit Klarsichtfolien. Ich habe irgendwie so viele Klarsichtfolien, die habe ich beim Umzug mal alle gesammelt und in einen extra Ordner getan.
Genau, hier habe ich meinen Ordner zum Gewerbe drin, also für Social Media. Dann habe ich hier so meinen eigenen persönlichen Ordner, da sind meine ganzen wichtigen Dokumente drin. Und seit dem Zusammenziehen mit Timo haben wir auch so einen gemeinsamen Ordner, wo halt einfach Dokumente drin sind, die uns beide betreffen. Und auf der anderen Seite haben wir hier sehr viel Krimskrams. Das ist von Ikea so ein Schreibtischelement. Das ist wirklich sehr vollgepackt bei mir. Hauptsächlich mit irgendwelchen Vorratssachen, wie zum Beispiel so Briefe oder Paketklebeband, heißt es, glaube ich. Dann verschiedene Mappen, aber halt auch natürlich wieder ganz viele Stifte und zum Teil auch Textmarker. Und hier habe ich dann noch meine Verpackung vom iPad. Da ist tatsächlich mein ganzes Washi-Tape drin und dann habe ich hier noch einen Block und so eine Art Malbücher. Also da kann man so Kalligrafie mit üben. Und hier oben drüber habe ich auch wieder so Zeitschriftensammler, heißen die, glaube ich. Da habe ich noch meine Malbücher drin, verschiedene Notizbücher. Und ja, so ein paar persönlichere Sachen. Und dann habe ich hier meine ganzen Blöcke. Das sind hier normale College-Blöcke und das hier sind meine Klausurenblöcke, die ich eben fürs Studium brauche. Aber ja, also eigentlich alles schön versteckt, trotzdem geordnet. Aber ich finde es halt immer so cool, dass das alles, wie gesagt, so versteckt ist und nicht so den Raum erdrückt mit nur irgendwelchen Büro- und Schreibmaterialien. Deswegen liebe ich das total, dass man das hier so schön cool unterbringen kann. Und ja, einfach viel Stauraum und Platz unter dem Schreibtisch hat. Das war tatsächlich mein Schreibtisch und quasi unsere kleine Büro-Room-Tour. Nicht viel Spannendes, aber vielleicht hat es euch ja trotzdem ein bisschen geholfen zur Inspiration. Ich persönlich liebe solche Videos ja. Ich gucke sowas mega gerne. Und wie gesagt, die meisten Dinge sind von Ikea. Ansonsten habe ich euch ganz viel bei Amazon verlinkt. Schaut einfach mal in die Videobeschreibung oder in die Infobox. Ich weiß gar nicht, ob das gleiche ist. Egal, ihr wisst, was ich meine. Und dann, meine lieben Freunde, wie immer wünsche ich dir einen wunderschönen Abend, einen wunderschönen Morgen oder einen wunderschönen Tag, wann auch immer du dieses Video siehst. Bleib gesund, pass auf dich auf und dann sehen wir uns im nächsten Video wieder. Tschüss!